Hallihallo, Hallöchen, und willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge von Flatout 2, natürlich. Immer noch in der gleichen Aufnahmesession wie zuvor. Wir fahren jetzt noch das dritte Rennen von diesem Cup, von dem Street Survival Cup natürlich. Jetzt fahren wir den Wortkanal, den kennen wir ja auch alle natürlich. Ich kann ja mal wieder bei Gelegenheit, das vergesse ich irgendwie immer, diese Strecke ist die längste aller Kanalstrecken. Sie führt durch ein Parkhaus vorbei an Frachtcontainern und Eisbahnkonstruktionen. Eisenbahn natürlich. 5 Runden fahren wir hier. Meine Zeit liegt bei 1,10. Okay. Das, ja, das kriegt man hin. Das hauen wir hier. Die Sache, die hauen wir weg da, ey, sag ich dir. Jui, geschubst. So, das muss reichen. Oh, schon die erste. Ja, super. Ich steck dann mal bitte fest. Es tut mir leid. Ging jetzt nicht anders. Ihr habt selber gesehen. Jui, einmal um die Kurve. So, Ray. Vielleicht kriegt man hier hin. Das wäre schön. Das wäre schön. Oh, mit einem Heck. Oh, wie geil. Oh, das war aber schön. Das hat mir gefallen. Ich hoffe, euch auch. Ach, das war die Strecke, okay. Tschüss. Wollte ich mal so gesagt haben. Fett. Fängt gut an, muss ich sagen. Auf jeden Fall der Hecktreffer. Was läuft? Okay. So. Wir sind 7. Na, schlecht. So, einmal um die Kurve brettern. So, ich würde sagen, wir ziehen hier noch schön um die Kurve geschmeidig rum. Die machen da vorne voll den Unfug. Und da kriegt man bestimmt was vom Kuchen ab, verdammt. Ne, kriegt man nicht. Ah, schade, schade, schade. Hätte ja klappen können, hätte ja, wisst ihr ja, ne, also. Ui, Motorhaube. In 3D wäre das bestimmt gerade lustig gewesen. Na, oh, wir machen jetzt schon Stunts hier. Schön, auf 2 Rädern. Wunderbar. Danke, Ray. Ich grüß dir. Was habe ich denn heute für einen Slang drauf? Ich kann mir nie helfen. Ich bin doch Ostdeutsch. Ich komme doch von drüben. Ne, ernsthaft jetzt. Hört man wahrscheinlich auch, dass ich Ostdeutscher bin, ne? Ist ja auch nicht, ich schäme mich ja nicht dafür. Ich bin ja stolz drauf. Also von daher. So, wollte ich mal den Raum geworfen haben. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. So, wir. Die spielen dort vorne ein bisschen Fässerball. Fässerball ist ein neuer Sport in der Derby-Branche. Okay, ich laber schon wieder Unfug. Nimm. Yay. Ja, super. Da haben wir uns erstmal voll gegen die Hauswand gedrückt. Oh, wunderschön. Ja, check. So geht das aber nicht, ne? Da kommt der große Bruder und macht mal, ne? Wisst ihr Bescheid? Da hätten wir gleich mal einen Donut drehen können hier. Komm schon. Wenn wir immer dabei sind, ne? Da drehen wir einen Donut. Na, das war ein Lobop-Versuch, war. Das war ja so scheppig gerade von dem. Also das hätte ich mir besser erwartet. So ist es vielleicht ein bisschen schlecht gewesen. Wir sind 3. Runde, 3. von 5., 6. von 8. Joa, das liegt alles im Rahmen des Machbaren, würde ich sagen. Aha. Oh, jetzt hat man fast die Kante mitgenommen. Das wollte ich eigentlich nämlich nie. Das habe ich dann auch mir spontan entschieden zu vermeiden. Hui, 4. sind wir. Okay. Es ist noch lange nichts verloren. Ja, kann noch so viel passieren. Und die Dinger kommen uns dort vorne schon wieder viel zu nah. Das sind noch 3 Leute. Das sind auch diese 3 Leute, die uns hier noch jetzt in Panik versetzen. Wir werden uns jetzt mal um diese 4 kümmern, würde ich sagen. Weil die in erster Linie uns den Platz madig machen kann. D
Das heißt also, Rot ist... Nee, Rot ist nicht so wichtig. Rot darf gerne, vor allem könnte auch gerne von mir aus gewinnen. Das wäre mir recht, Bubi. Nee, dich lasse ich mal hier bei mir. Das ist ganz gut so. Da habe ich immer noch einen Puffer. Na, ja, und knockt sich selber aus. Das war ja wieder... Aha, da ist er doch. Unsere Freundin von nebenan. Tschüss. Wollte ich mal gesagt haben, du blöde Kuh. Ach, da kommt der Nächste und schubst mich. Es ist doch nie... Ist doch nie die Wahrheit. Was ist denn hier? Was ist denn bei euch nicht richtig, Leute? Ach, toll. Ach doch, war doch mein Verdienst. Na, das ist aber nett. Sehr freundlich. Yay, wir haben jemanden geschrottet. Unabsichtlich, natürlich. Wie sollte es anders sein? Hallo? Jetzt wird mir absichtliche Leute kaputt machen wollen. Jetzt kommt die schon wieder. Sophia. Du gehst bitte weit hinter. Weit hinter. Am besten auf den dritten. Mindestens. ja, die müssen wir jetzt noch irgendwie... Irgendwie müssen wir die jetzt noch... Ich weiß noch nie ganz... Ah, hier hubbelt es mich immer noch draußen. Das ist voll kacke. Oh ja, sie hat's gedreht. Yay! Das kann nur gut enden, hoffe ich. Denke ich. Werden wir mal sehen. Lassen wir uns überraschen. Ah, dieses Schild. Das nervt mich doch die ganze Zeit schon. Katie Jackson ist Schrott. Oh, shitten. Der Jack ist hinter uns und die ist auch hinter uns. Das müssen wir noch hinkriegen. Das müssen wir noch hinkriegen. So, jetzt ist er wieder hinter uns. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dann das Rennen gewonnen haben. Das wäre echt shitten, wenn nicht. Oh ja, sie ist aus. Sie ist auf jeden Fall weiter hinten jetzt. Nein, das waren wir vorhin nicht. Nein, Quatsch. Sally Taylor ist Schrott. Also, 5 Runden sind echt schon heftig, kann das sein? Also, da ist ja hier ganz schön. Nein, du sollst nicht Zweiter werden. Geh weg. Hör auf, mach das nicht, tu das so auf. Mano. Ich würde die echt gerne nochmal irgendwie ausnocken oder so warten. Das ist schwierig. Ich, ja, Jack kann von mir aus Zweiter werden, das ist mir egal. Hauptsache Sophia. Ja. Ich würde am liebsten hier nochmal kurz warten. Komm schon. Du schaffst das, Alter. Du schaffst das. Jawohl! Jawohl! Er schafft's! Ja, und Bums. Bumsfallerer. So, kommt noch einer und schubst. Na gut, nach der Kurve bringt das aber eher weniger Punkte. Okay, wir haben hier nochmal ordentlich Kohle zusammen. Hier nochmal ordentlich. Wir sind doch schon wieder bei 10.000. Was wollen wir denn mehr, ne? Wir haben auf jeden Fall den ersten Platz geholt. Und jetzt lassen wir uns überraschen, was kriegen wir? Skyjump. Das werden wir doch gleich mal schön probieren gehen. Ja, wird das toll. Mal schauen. Welchen nehmen wir denn mal? Hat man den schon mal? Hat man den? Den hatten wir? Dann nehmen wir mal den. Ich glaube, den hat man zwar trotzdem schon, aber das ist erstmal... Ich glaube, das ist aber genauso kacke wie dieses Hoch-Dings. Ich lasse ihn mal machen hier. Wir gucken mal. Bumm. Ja, das ist mir irgendwie bewusst. Okay, das ist vom Prinzip her nichts anderes wie der... Wisst schon. Was denn, und die Dinger darf man treffen oder eher schwer? Okay, na gut, ich bin ja mal... Ich würde gerne an dem Ding vorbeifahren, das wäre wahrscheinlich optimaler, oder? Wie dagegen. Ja, okay, dann nehmen wir also dann das mit. Das ist natürlich eher... Schwierig. Okay. War ein Versuch wert. Also, wir sind dann glatt mal Vierter. Also mit den Dingern habe ich es nicht so. Mit diesem Hoch- und Weitwurf, das ist irgendwie scheiße. Das liegt mir gar nicht. Okay, das ist auch schwierig. Ich weiß ehrlich gesagt nie, wie die das im Tutorial machen. Ah, komm schon, 300 Meter fast. Das ist schon gar nicht so einfach. Wisst, zwei Mal dürfen wir. Bloß. Na, das muss ich nochmal probieren. Das finde ich jetzt un... Was? Das will ich jetzt noch ein bisschen besser machen. Ja, Tutorial hat man schon.
Der ist vorhin vom Gas gegangen, ne? Wenn ich mich nicht ganz täusche. Na, das wird doch auch nix. Dong. Naja, vielleicht werden wir dadurch Zweiter. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaub's nicht. Wir versuchen es noch einmal und dann. Also ich habe das mit den Hoch- und Weitwurfdingern habe ich das nie. Ach du Kacke. Ach du grüne Neune. Hui! So kurz hat bestimmt auch noch keiner geschossen, verdammt. 128 Meter trotz allem. Na gut. Von mir aus. Okay, zurück zum Menü. Das ist einfach nicht meins. Wir fahren jetzt das nächste Rennen und das machen wir dann nach der Street-Klasse. Wie sieht's denn aus? Ach du. Mhm. Street Rumble Cup. Ein Industriegebiet der Stadt, das vor allem durch riesige Baustellen, enge Straßen und eine Einschienenbahn auffällt. Okay, das machen wir jetzt in dieser Folge und in der nächsten dann wahrscheinlich machen wir das mal noch durch hier. Weil wir müssen ja irgendwie vorankommen, ne? Also das ist ja ein Rennspiel, das heißt, wir müssen Rennen fahren. Ups, war ich das? Nö, ne? Oder? Nö. Nö, war ich auch nicht. Nein, wie kommst du darauf? Aua, ich will da keine Mülleimer mitnehmen hier, verdammt. Na, das war eher falsch. Hier, fährst du mal bitte zurück, das wäre ganz nett von dir. Nee. Ah, das müssen wir. Das kann ich mir. Das konnte ich mir jetzt echt nie verkneifen. Nee. Wie er durchdreht, abdreht, aufdreht, wie auch immer. So, wir müssen auf jeden Fall wieder aufholen, ist aber gar nicht so doof. Also die Strecke ist schon mal. Also der Weg war schon mal. Also. Eieieiei. Komm schon, ich will dich schrotten. Na, das kriegt man noch hin. Das schaffen wir wohl noch. Ach, guck an. Wie jetzt? Ach, Manu, ich wollte den schrotten. Ja, ich muss wieder Gas geben, verdammt. Ich muss ja ein bisschen die anderen aufholen. Das kann ja nicht angehen, ja. Ich sehe die schon gar nicht auf der Map. Wow! Das ging mit dem anderen Auto damals besser. Wir sind ja auch jetzt schneller, ne? Wissen wir ja. Das gut ist, ob das gut ist, ich weiß nicht. Ich muss auf jeden Fall nach. Boah, ich nehme erstmal alles mit, was hier auf dem Weg rumfliegt, wa? Und wir sind Sechster. Na gut, alles gut, alles gut. Ist alles mal im Rahmen des Machbaren, ne? Na, Motorhaube. Au, oh, mein Kopf. Hüpf. Und. Hüpf. Guck mal, jetzt fahren wir mal ein bisschen ordentlich hier. Jetzt zeigen wir mal, wo der Hammer hängt, wa? Lalalala. Oh, hier liegt überall Zeug rum und ich fahre mal drüber, verdammt. Bisschen anfällig das Auto dafür. Ein bisschen nur. Gibt Schlimmeres, aber ein bisschen. Frank Michael ist Schrott. Na, da hat das jetzt jemand anders erledigt oder er selbst sich selbst zugefügt. Man weiß es nicht. Na, super, wie ich fahre. Total besoffen. Bam, bam. Wir müssen jetzt mal ein bisschen jetzt hier, aber hallo, oder? Aber hallo, sage ich dir. Wir müssen jetzt mal Gas geben, würde ich sagen. Wir sind jetzt in der letzten Runde fünfter Platz und wir sind fünfter Platz. Schwierig. Das kriegt man auch hin. Ja, Jack knockt sich scheinbar irgendwie leicht selber aus. Und ich fahre jetzt erstmal wieder da dagegen irgendwo. Das ist doch heute irgendwie, ist der Wurm wieder drin. Ja, siehst du, geht doch. Hast du fein gemacht. Wir sind auf jeden Fall in der letzten Runde, also Yummy geben, wa? Dritter muss mindestens drin. Mindestens drin sein. Zweiter wäre mir noch lieber auf jeden Fall. Da müssten wir jetzt aber noch zwei überholen. Und das ist einmal der Jason und einmal die Sally.
Das wird kritisch. Ich glaube nicht schon mal, die Sally kriegt man gerade. Ah, fuck it. Hab ich nie gesagt. Nein, das wäre fast gewesen. Das ist so kacke. Voll die Ausbrüche hier. Das kannst du keinem erzählen. Na gut, wir haben dafür ein bisschen Kohle abgestaubt. Wir sind dritter Platz und ja, wir haben ja noch drei Rennen vor uns. Ach, jetzt habe ich wieder vergessen vorzulesen. Oh, ich bin ein Held der Nation, ey. Hör mal auf, du. Oh, weh. Ich muss mal kurz hier an dieser Stelle einen Stopp reinschmeißen, weil wir sind nämlich bei 15, fast 16 Minuten. Und damit war es das auch erstmal für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben. Gerne lasst mir auch ein Abo da. Abu Dhabi. Und ja, ich nehme auch gerne mal so mir in den Raum geworfen. Also mache ich jetzt nie bei Monitor und so. Wenn ihr irgendwelche Spielevorschläge habt, könnt ihr auch ruhig mal reinschreiben. Würde mich vielleicht auch mal interessieren. Und ja, wenn, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Lässt sich immer am besten einschätzen, wem es gefallen hat und wem nie. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.